Hallo Leute, wir spielen Part 9 von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Und nachdem ich ja im letzten Part so grandios versagt habe gegen Ice, versuche ich diesen Part mal meine Strategie zu ändern. Zum einen möchte ich mal in diesem Part den Nahkampf ausprobieren. Da werde ich jetzt zu Kebla nochmal gehen, zum Equipment Podium. Und andererseits möchte ich, nachdem ich ja, wenn ich das jetzt richtig, richtig überblicke, einigermaßen Geld habe, 225, möchte ich natürlich das Angebot von Jergan annehmen, dass wir die Band Backstage treffen können. Hier steht er. Und ich überlege jetzt gerade, was ich als erstes mache. Ich werde mal als erstes zu Kebla gehen. Das ist der weitere Weg. Dann haben wir das hinter uns. Servus, Bendak. Ja, vielleicht ist Ice ja mit Nahkampf besser beizukommen. Ich habe hier jetzt, ehrlich gesagt, sehr extrem auf Fernkampf gesetzt. Willkommen im Equipment Emporium. Ja, Angebot bitte. Auf. Ja. Wir wollen kaufen Sicherheitssonde. Okay, Vibro-Klinge, das ist, glaube ich, das, was wir jetzt im Augenblick unser eigenen 1 bis 10. Betäubungsstab 1 bis 1, oho. 1 bis 12 ein Langschwert, Kampfstab 1 bis 6. Echani-Ritual-Klinge 1, 3 bis 13, oho. Benötigt eine Waffenkenntnis. Ich hoffe mal, dass wir das haben. Vibro-Schwert 2 bis 12. Ja, ich würde mal sagen, die Echani-Klinge. Oh. Der Preis ist zu hoch. Oh no. Also es scheint eine gute Waffe zu sein. Ich mach mal schließen. Und gehe mal auf unsere Fähigkeiten. Waffen, irgendwas. Talente. Mit 2. Kritischer Treffer. Unruhe. Ich habe das mit den ganzen Waffenkenntnis. Blaster. Nahkampfwaffen. Mit diesem Talent haben eine Grundausbildung von modernen Nahkampf. Okay. Ich glaube, das reicht, oder? Nochmal, Kebla. Willkommen. Ja, bitte. Einmal die 1. Jawohl. Waffenkenntnis, Bindestrich, Nahkampfwaffen. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf die Verkaufsliste und schau mal, was ich verkaufen kann. Vibro klingend Prototyp. Schadensbonus plus 1 klingt natürlich auch nicht schlecht. Kurzschwert, 0. Okay. Blasterpistole, Wert 40. Also da verkaufen wir mal einen. Ich glaube 85 brauchen wir. Was haben wir hier? Okay, so viel haben wir gar nicht zum Verkaufen. Kurzschwert ist das wie Vibro-Klinge. Ich setze jetzt hier mal so ziemlich alles auf eine Karte. So, jetzt gehe ich mal schließen. Ja, das war falsch. Willkommen. Das weiß ich. Oder habe ich mir gedacht, sagen wir es mal so. Ich probiere das jetzt mal mit der hier aus. Kaufen. Dieses Objekt kostet über 150 Credits. Möchtest du es trotzdem kaufen? Ja. Noch 17 Credits. Okay. Schließen. Jetzt kann ich sie doch bestimmt ausrüsten mit dem hier. Habe ich denn sonst irgendwas zum Ausrüsten? Habe ich auch nicht. Okay. Wie sieht's denn mit meinem Vorrat? Oha. Seht mal. Wie sieht's denn mit meinem Vorrat an Medikit aus? Ah, nein. Alles klar. Medikit kostet 40. Ah, habe ich 8. Okay, ich hoffe mal, dass das reicht.
Okay, sie steht friedlich da. Uff, das ist aber wirklich eine lange Klinge. Jumm. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, mache ich als nächstes... Ah, das ist nur der Druide. Na? Aha. Mache ich als nächstes nochmal einen Versuch mit Eis oder rede ich mit Jergan? Ja gut, wenn wir schon mal hier sind, versuchen wir Eis nochmal. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, Leute. Okay, das kennen wir schon, altes Leute. Ich bin mal sowas von bereit, hoffe ich. Ich finde das auch, dass wir eine Revanche bekommen sollten. Also legen wir los. Ladies und Gentlemen, wenden Sie Ihren Blick zur Mitte des Duellrings. Heute Nacht bieten wir Ihnen ein ganz besonderes Spektakel. In dieser Ecke eine Frau mit Stahl in ihren Knochen und Eiswasser in ihren Venen. Sie ist so kalt und so schnell wie der Tod selbst. Ladies und Gentlemen, Sie kennen sie, Sie lieben sie. Eis! Und in der anderen Ecke ein aufsteigender Stern, der seinen ersten Schritt in der großen Liga versucht. Ich präsentiere Mysterio. Jungen Leute. Okay, Leute, es geht ganz schön ab hier. Ich glaube... Uff. Ich glaube, Stärkeeinheit selbst... So. So, Eis. Er verfehlt 8. Ich weiß immer nicht, warum da, wenn verfehlt, dann steht auch oft eine Nummer dran steht. Oh, Leute. Es ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Mysterio hat gewonnen. Eis wurde eiskalt erledigt. Wie es scheint, ist Mysterio tatsächlich ein aufsteigender Stern, Leute. Doch wie hoch kann der Stern steigen? Wir werden abwarten müssen. Sehr cool, Leute. Ich habe das Gefühl, Nahkampf liegt unserer Mysterio. Oh, neuer Tagebuch, ein starker Erfahrungspunkt erhalten, 105. Was ist denn jetzt los? Momentchen mal. Irgendwie stimmt jetzt die Steuerung nicht, Leute. Ich gehe mal kurz her und speichere mal schnell und lade mal neu und guck dann, ob dann das Problem behoben ist. Bis gleich. Ah. Ziemlich beeindruckend. Eis ist eine ernstzunehmende Gegnerin. Die Leute werden langsam auf euch aufmerksam. Man sagt, ihr seid der beste Neuzugang, seitdem Twitch den Ring betreten hat. Wenn ihr weiter in der Rangliste aufsteigen wollt, dann bin ich wohl als nächster Gegner an der Reihe. Ich freue mich schon auf die Herausforderung. Du hast die gleiche Waffe wie wir. Dann will ich mal mein Glück im Ring versuchen. Ich möchte euch gerne ein paar... dann will ich mal mein Glück im Ring versuchen. Ihr vergeudet keine Zeit, was? Sprecht mit Azure. Er arrangiert das Match für euch. Danke, Mal. Dann reden wir jetzt mal noch mit Eis, wenn sie mit uns redet. Ich habe mich noch nie davor gescheut, einer harten Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Deswegen sage ich gleich, wie es ist. Ich habe gegen jemanden wie euch keine Chance, Fremder. Ich weiß, wenn mir jemand überlegen ist. Ihr seid gut. Verdammt gut. Aber ihr täuscht euch, wenn ihr denkt, dass ich mich deswegen eines Tages mit euch anfreunden werde.
Um der Wahrheit Genüge zu tun, möchte ich eigentlich nichts mehr mit euch zu tun haben. Also seht zu, dass ihr weiterkommt. Na gut, Eis, du bist einfach unverbesserlich. Ich habe jetzt hier echt ein Problem. Sie lässt sich nicht steuern. Das war gerade Zufall, dass sie auf Marl zugelaufen ist. Ja, Leute, ich mache nochmal einen Cut. Speicher und lade das Spiel neu. Vielleicht geht's ja dann. Bis gleich. So, Leute, ich habe neu geladen und jetzt lässt sich unsere liebe Neata auch wieder bewegen. Ja, wir hatten ja diesen grandiosen Sieg über Eis, die immer noch missmutig ist wie eh und je. Deswegen gehe ich jetzt mal zu Jergan. Jergan, du warst hier irgendwo. Genau. Ah, halt, nein, stopp. Ich muss ja erst mit Azure reden, um unser Geld zu bekommen, damit ich den Jergan bezahlen kann. Sonst wird der kein Treffen hinter dem Backstage sozusagen mit, für uns arrangieren. Oh, 300 Credits. Gut, Leute, dann auf zu Jergan. Ich habe es mir immer noch nicht gemerkt, wohin. Nein. Das sieht gut aus. Jergan, reden wir mit dir, guter Mann. Ah, die exotische Schönheit kehrt zurück. Seid mir gegrüßt, meine Liebe. Habt ihr es euch anders überlegt? Möchtet ihr mein Angebot annehmen? Nur 20 Credits und ich kann ein Treffen mit der Band arrangieren. Ach, ich hatte übrigens 50 Credits noch in Erinnerung. Hä? Ich möchte die Band treffen. Hier sind die 20 Credits. Vielleicht bringt es irgendwas. Vielleicht können wir einen Transport von diesem Planeten weg engagieren, chartern. Oder vielleicht kriegen wir einen Hinweis auf Bastila. Ausgezeichnet. Wartet hier, während ich mich mit meinem Kontaktmann treffe. Ich gebe ihm eure Credits, dann komme ich zurück und bringe euch zur Band. Ich bin gespannt, ob du wiederkommst, Jergan. War das Jergan, mit dem ihr euch unterhalten habt? Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Er ist hinter die Bühne, um ein Treffen zwischen mir und der Band zu arrangieren. Ich glaube, die will uns jetzt darüber aufklären, dass wir betrogen wurden. Ihr seid also auch auf seine Geschichte reingefallen. Schlechte Nachrichten für euch. Ihr kommt nicht wieder. Letzte Woche gab ich ihm 20 Credits und er ist damit abgehauen. Als ich hinter die Bühne ging, wusste man nicht mal, wer er war. Er kann gar kein Treffen arrangieren. Er ist bloß ein schäbiger Hochstapler, der Lügen verbreitet. Ich glaube nicht, dass er so dämlich ist, hier nochmal aufzutauchen. Er weiß, dass ich hinter ihm her bin. Aber wenn ich ihn finde, dann wird er dafür bezahlen mit Zins und Zinseszins. Und Zinseszinseszins. Ja. Mist. Das war sie, Sarna. Können wir jetzt mit dir reden, Sarna? Mit dir hätte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, du hast genug von meinem... Okay. Nimm's mir nicht übel. Trotzdem danke, dass du uns aufgeklärt hast. Über diesen Fiesling. Okay. Ja, ich hatte es irgendwie befürchtet. Aber ist nun mal so. Ja, was muss ich jetzt eigentlich tun? Ich gehe mal aufs Tagebuch. Der Duellring. So, nach Bastila. Nach deiner Landung auf Taris, einem von Sith kontrollierten Planeten, musst du gemeinsam mit Karth Onasi Bastila finden. Sie allein kann die Unterwerfung der Galaxis durch die Sith noch verhindern. Deine erste Spur sind einige in den Slums abgestürzte Rettungskapseln. Ah, okay. Ja, trotzdem würde ich sagen, probieren wir in diesem Part noch den Maul. Ich habe so das Gefühl, der wird uns wie die Eis beim ersten Mal am Anfang ziemlich den Hintern versohlen. Momentchen mal. 6 Medikits, das sollte mal reichen. Ja, das kennen wir schon.
Tja, ich bin mal bereit. Okay, dann machen wir's. Ladies und Gentlemen, wenden Sie Ihren Blick zur Mitte des Duellrings. Heute Nacht bieten wir Ihnen ein ganz besonderes Spektakel. Er ist eine Legende in diesem Sport, seit 20 Jahren im Geschäft. Er kann den jungen Kids und Emporkömmlingen noch immer den einen oder anderen Trick zeigen. Applaus für Mao! Aber es gibt doch immer einen jungen Emporkömmling, der der alten Garde zeigen will, wo es lang geht. Und heute haben wir ein ganz besonderes Spektakel vorbereitet. Ich präsentiere Mysterio! Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal. Kritische Treffer. Unruhe. Ich weiß nicht, was diese Unruhe ist. Ich mache mal einen normalen Angriff gegen Marl. Los geht's. Oha. Der hat uns mal heftigst eine eingeschenkt. Momentchen mal, ich habe das Gefühl, ich versuche mal hier irgendwie Unruhe. Ich weiß zwar nicht, was Unruhe genau macht. Ich versuche das mal. Mhm. Starker Angriff oder machen wir mal kritischer Treffer, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind da verschiedene Erfolgschancen und dafür verschiedene Treffer-Schweregrade. Okay. Okay. Ich greife mal normal an. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir den so beikommen werden. Ich treffe den überhaupt nicht, Leute. Also der hat schon wow, mehr Fähigkeiten als mir. Mysterio ist gefallen! Mysterio ist gefallen! Marl hat es wieder geschafft. 20 Jahre und der Veteran zeigt uns allen noch immer, wie es geht. Eine harte Lektion für unseren neuen Duellanten Mysterio. Mehr Glück beim nächsten Mal, Mysterio. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Tja, Marl. Du alter Fuchs. Ach so, ich hätte ja... Ach, das hätte ich mir sparen können. Na gut. Ach, jetzt habe ich das schon wieder nach dem Kampf, dass ich mich nicht bewegen kann. Leute, ich rede mal noch mit Marl. Das schaffe ich noch. Vom Menü. Ziemlich beeindruckend. Weiß ist eine ernstzunehmende Gegnerin. Die Leute werden langsam auf euch aufmerksam. Man sagt, ihr seid der beste Neuzugang, seitdem Twitch den Ring betreten hat. Wenn ihr weiter in der Rangliste aufsteigen wollt, dann bin ich wohl als nächster Gegner an der Reihe. Ich freue mich schon auf die Herausforderung. Tja, lebt wohl. Lebt wohl. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ganz sicher mal, aber ich habe das Gefühl, da muss unsere liebe Neata ein bisschen aufsteigen. Gut, Leute, aber dann würde ich sagen, nachdem ich hier die Steuerung schon wieder verloren habe, machen wir einen Cut. Und im nächsten Part, Part 10 von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic, geht's dann weiter. Und ich werde dann mal, oder vielleicht geht das ja so, Momentchen mal, kann ich Karte zurück zum Versteck, vielleicht kann ich ja dann wieder steuern. Ah, ist momentan nicht verfügbar, schade, ich muss mich herausbewegen. Gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.